Hallo zusammen und herzlich willkommen zum dritten Teil zu unserer Vorschau über die U20-Nationalmannschaft für die WM in Montreal und in Toronto. Heute gehen wir die ersten drei Verteidiger an. Wir legen los mit dem Alain Bircher. Der Alain Bircher ist in Hermitschwil im Kanton Aargau aufgewachsen, hat in Kloten die Hockeyschule besucht und hat gleichzeitig beim FC Bremgarten Fußball gespielt. Denn mit 11 hat er sich entscheiden, was er überhaupt machen will, ob Fußball oder Eishockey. Und er hat sich dann zum guten Glück für das Eishockey entschieden. Sein Vater ist in der Schweiz allen bekannt. Der Jürg Bircher ist der ehemalige Präsident der Kloten Flyers. Der Alain Bircher muss sich im Kader aufdrängen, muss dafür kämpfen, dass er einen Platz im Kader bekommt. Es ist nicht einfach für ihn, überhaupt einen Fixplatz zu bekommen. Er ist aber einer der grössten Schweizer Verteidiger mit einem 1,90 Meter, ist sehr kräftig gebaut und erinnert ein wenig an sie mit seinem Spielstil, wenn ich es dir sagen könnte, an Jung Timo Helbling. Er hat seine Emotionen aber viel besser im Griff als der Timo Helbling in seinem Alter. Er spielt ein einfaches Spiel aus der Defensive raus und seine Pass- und Schussqualität muss noch etwas besser werden. Er braucht auch etwas mehr Selbstvertrauen im Abschluss. Dort muss er noch etwas zulegen, dass er sich ein bisschen verbessern kann. Der nächste Verteidiger, den wir dir vorstellen, ist vom SC Bern und es ist der Yannick Born. Der Yannick Born hat Jahrgang 97, ist also jetzt 19, ist zu Bern auf die Welt gekommen, spielt beim SC Bern und hat dort einen Vertrag bis 2017. Auch er wird schwer haben, im definitiven Kader zu sein. Er muss sich versuchen aufzudrängen. Vom Stil her spielt er wieder Beat Gerber. Ist defensiv sehr solid, nimmt keine grossen Strafen, aber wird etwa die noch überlaufen, wenn das Spiel ein bisschen schnell wird. Schlittschuhtechnisch muss er auch noch ein bisschen zulegen, er ist mir dort eine Runde zu schwach im Spiel gegen Führer. Wo das er schon gespielt hat, ist an der U18 WM in Finnland gewesen. Dort hat er eine -4-Bilanz gehabt, hat 2 Schüsse aufs Goal abgegeben und ist dort trotzdem dort im Kader gesehen, hat auch für seine Verhältnisse eine gute WM gespielt. Er war in Litauenmeister mit dem SC Bern und das zweimal nacheinander und hat im 2013-14 zweimal dürfen feiern, einmal eben mit der Elite A und das zweite Mal mit der Elite Novize. Er war 2015 im NHL Draft gesehen, ist rankt geworden auf der Position Nummer 101 von den Schlittschuhläufern aus Europa vom Central Scouting. Der Yannick Born, ein Verteidiger, der sich kann aufdrängen und muss aufdrängen. Der Tobias Geisser ist unser dritter Verteidiger, den wir vorstellen. Der Tobias Geisser hat Jahrgang 99, ist also erst 17, ist geboren in Sarnen und spielt beim EV Zug. Er hat dort einen Vertrag bis 2018. Er hat das Jahr bereits an der U18 in den USA gespielt, in Grand Forks, hat dort ein Goal und ein Assist gebucht, ist zu den Top 3 Spieler vom Team gewählt worden, hat eine -4-Bilanz gehabt und hat 5 Schüsse aufs Goal gegeben. Für mich selber ist er im Team dabei. Er hat ein sehr gutes Passspiel, er ist ein sehr guter Back für die zweite Linie und im Powerplay sollte er aus meiner Sicht in erster Linie zum Einsatz kommen. Er spielt mit viel Potenzial, mit viel Willen, sehr viel Elan geht er in die Spiel rein. Er muss aber an sich weiterarbeiten und dann wird es mal sehr weit schaffen. Vom Spielstil her erinnert er mich an Jung Patrick Gehring. Auch der Patrick Gehring hat eine sehr gute
Ausbildung genossen bei der GCK Lions und ist jetzt bei ihnen ein spielbestimmender Spieler geworden. Der Tobias Geiser hatte ich einmal im Interview gehabt und das möchte ich doch noch einmal zeigen. Tobias Geiser, der EV Zug, hat gegen SC Bern mit 7-4 verloren. Ist das erste Drittel ausschlaggebend gesehen für das schlussendlich doch klare Resultat? Ja, ich denke schon, wir sind schlecht gestartet, sind nicht präsent gewesen, nicht in Zweikämpfe gekommen, nicht ins Spiel gekommen. Und nachher, ja, mit einer 13-0-Hypothek nachher weiterzufahren, wird schwierig. Ja. Aber trotzdem ist der EV Zug immer wieder hergekommen, 3-1, 4-2, 6-4. Hat man aus Süden mit dem Drittel Hoffnung schöpfen, dass man gleich noch wieder zurückkommen ins Spiel? Ja, das ist so. Es war natürlich uns im Hinterkopf, dass wir auch schon zurückgekommen sind. Aber ja, wir haben dann einfach immer blöde Goal bekommen. Wir sind dann haben noch mal geschossen Goal und nachher bekommen wir wieder einen, schiessen wieder einen, bekommen wieder einen. Und so wird es natürlich schwierig, oder? Wenn man immer wieder eins bekommt und nachher ja. Morgen spielt ihr daheim. Was nimmst du aus dieser Niederlage für dich mit? Ja, sicher mal eben besser starten, wie schon gesagt. Mehr Beine bewegen, präsenter sein in den Zweikämpfen, mehr Geduld an den Scheiben und nachher einfach vorne schauen, das Spiel abhaken, denke ich, die Lehre daraus ziehen und nachher morgen wieder Vollgas geben. Die Kabinettur war nach dem Spiel recht lang zu beim Harold-Kreis. Was hat er euch gesagt? Er hat uns nichts gesagt, wir haben selber noch eine kurze Besprechung gehabt. Danke vielmals für das Interview, für die Zeit, die du genommen hast. Merci. Gute Rückreise auf Zug, Tobias Geiser. Merci vielmals.